Wir gehen zu Marius. Kann ich mir ein eigenes Smartphone bauen? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, nein. Also ich kann mir kein Smartphone bauen. Aber ich kann mir ein Smartphone kaufen, denn ich bin reich. Wir benutzen sie jeden Tag, aber kaum jemand weiß, was wirklich dahinter steckt. Was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Scheinbar können nur riesige Firmen diese Technikwunder herstellen. Aber ist es vielleicht möglich, selbst sein eigenes Handy zu bauen? Hey Internet, was geht? Ich bin Marius. Es gab doch mal einen Amerikaner, der hat sein eigenes Handy gebaut. Er ist nach China geflogen und hat sein eigenes Handy gebaut. Aber wenn er es in Deutschland baut, mit so Sachen, die er bestellt, ich sag euch, das wird kein Handy in der Größe. Das wird eher ein Handy in so einer Größe, so. Also ein, als wenn überhaupt. Ich denke eher in der Größe. Hallo? Ja, hallo, ich bin Mario. Ich habe mein eigenes Handy gebaut. Tschüss. Hat funktioniert. Hammermäßig. And welcome back to this channel. Und um so ein Handy zu bauen, braucht man so richtig, richtig viele Teile. Wovon das allerwichtigste diese Platine hier ist. Das wird das Herzstück von unserem Handy. Kommt aus China. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Folgendes Problem nämlich, Leute. Diese Platine hat 6 Wochen gedauert, bis sie geliefert ist. Das heißt, wenn mir die jetzt durchbrennen würde... bis am Arsch. Wäre scheiße. Und weil so ein Handy halt nicht nur aus Platinen besteht, haben wir noch die Lautsprecher, die wir noch dran machen müssen. Haben noch Digga, also all diese Platine ist größer als mein iPhone X Max. Wie heißt dieses scheiß Telefon? Sabine, wie heißt das Telefon? iPhone 11 Pro Max. Heißt es so? Ja, ich glaube schon. Okay. Display, das sieht so aus. Außerdem eine ganze Menge Minikameras und einen 5-Volt-Stecker, damit wir erstmal vorsichtig testen können, ob das ganze Ding überhaupt angeht, weil wir halt nur einen Versuch haben. For safe? Das geht... Wow! Es leuchtet! Hä? Es leuchtet! Geil! Und Scheiß, als jemand, der vorher nichts mit so einer Art von Elektrik zu tun hatte, war das schon ziemlich cool. Weil das Handy natürlich... Ich muss euch eine Sache sagen, Leute. Die Sache ist die, es gibt so ein Gedankenexperiment und das ist so wie ein Rätsel oder so, was schätzen die Menschen. Und zwar, wenn jetzt eine Hexe uns verfluchen würde, unsere Welt, unsere ganze Gesellschaft verfluchen würde, und zwar würde die den Fluch auf uns sprechen, das haben manche von euch bestimmt schon mal gehört. Wir verlieren alles, was wir haben, alle Technik, alles, was wir haben, alles, was hergestellt wird von Menschen. Also wir sind alle nackt und alles ist weg, was Menschen jemals gebaut haben. Also wir sind in einer Welt, die komplett wie von Menschen unberührt ist, aber wir haben alles, unser Wissen haben wir noch. Also wir haben unser Wissen noch. Aber alles andere von Menschen ist weg. Und wie lange würde es dann dauern, mit einer nackten Menschheit ein iPhone herzustellen? Dass man das iPhone so herstellt, dass es nicht auffällt, dass es eine Fälschung ist. Also wenn man damit in den Apple Store reingeht, dass der Mitarbeiter sagt, ah okay, ein iPhone 11, blablabla. Wie lange würde es der Menschheit dauern, bis die das hinkriegen? Und jetzt denkt man so, okay, man weiß ja, wie es geht und so, aber jetzt überlegt euch mal, es gibt keine Möglichkeit zu kommunizieren, weil es gibt ja keine Telefone mehr, es gibt keine Möglichkeit zu kommunizieren. Das heißt, die Leute in Amerika können mit den Leuten in Asien nicht mehr sprechen und in China sind ja die ganzen Fertigungsanlagen und in Kalifornien sind ja die ganzen Techniker von Apple oder diese Ingenieure, die wissen, wie es geht, aber die müssen sich alle irgendwie vernetzen. Und man muss erstmal sein Wissen niederschreiben, weil es wird wahrscheinlich nicht innerhalb von einem Menschenleben sein. Das heißt, man muss sein Wissen niederschreiben, um es der nachfolgenden Generation irgendwie zu ermöglichen, das zu bauen. Das ist so crazy. Das ist so eine crazy, also ich finde, das ist so ein crazy Gedanke. Würde die Menschheit überhaupt diesen Fluch brechen oder würde die Menschheit den Fluch niemals brechen? Weil du siehst ja nicht mehr, wie ein iPhone genau aussieht. Ich glaube, du würdest niemals schaffen, eine genaue Kopie von diesem iPhone herzustellen, wenn alles weg wäre. Ich glaube einfach, das ist nicht so. Ja. Aber das ist auch irgendwie so ein richtig crazy Gedankenexperiment. Manche schreiben 5 bis 10 Jahre, manche schreiben 34 Jahre, manche schreiben 500 Jahre. Ich glaube, es würde niemals funktionieren. Was wir überhaupt jeden Tag in unseren Händen haben, einen Minicomputer, überlegt euch das mal. Leute, ihr wisst gar nicht, was ihr da habt. Egal, ob es ein iPhone ist oder ob es ein Android-Handy ist oder was auch immer. Selbst wenn ihr das billigste Handy habt, was ihr kriegen könnt, wenn es ein Smartphone ist mit einem Touchscreen, dann seid ihr so krass in der Zukunft angekommen. Als ich ein Kind war, gab es nicht mal normale Handys. Das ist so krass. Was in den letzten 20 Jahren passiert ist, oh mein Gott, oh mein Gott. Zum Leuchten. So, let's go. Soll, muss ich erstmal checken, wie man da irgendwo an dieser Platine den Bildschirm ansteckt. Ich erwarte eigentlich nicht, dass da jetzt irgendwas passiert. LOL! Ey, wir haben schon Bild. Alter, yo! No way. No fucking way. Hä? Hauptsache so in 10 Minuten so ein Handy gebaut worden? Das passiert wirklich nicht oft, aber manchmal läuft es bei diesen Experimenten wirklich wie am Schnürchen.
Zumindest dachten wir es da noch. Das generelle System funktioniert also schon. Viel mehr kann das Handy aber noch nicht. Ich würde sagen, damit wir... Dr. Watts hat auch ein Video gemacht dazu. Ja, das ist, glaube ich, ein... Es gab es ja in dem Anime, es gibt es in vielen Videos und so. Ich glaube, es ist aus einer, aus irgendeinem, von irgendeinem amerikanischen Philosophen, glaube ich. Gucken können auf dem Handy. Lass mal versuchen, Boxen dran zu bauen. Wenn ich das nämlich gerade richtig gesehen habe, sind die Boxen hier, wo SPK steht. Erstmal testen wir die Boxen, weil wenn wir das Ganze schon fest dran machen würden und das dann nicht funktioniert, wäre schon ziemlich scheiße. Das Video läuft, das heißt, wir müssten theoretisch Ton bekommen. Oh mein Gott, wie crazy, oder? Er hält die Boxen dran. Ja, es ist diese Einzelteile, er hat halt schon gute Einzelteile am Start. Okay, also wenn wir das jetzt quasi da dran löten würden, hätten wir Boxen am Handy. Problem nur, ich habe noch nie in meinem Leben gelötet und wir haben einen Versuch. Das Ding ist halt mehrere hundert Grad heiß. Das heißt, ich kann halt super easy irgendwie das Board verbrennen oder so. Und wenn das halt passiert, das Handyprojekt sofort vorbei. Also habe ich erstmal wenigstens ein bisschen vorher so Löten getestet an so Testkabeln. Und dann ging schon direkt mit der echten Platine los. Boah, ist das klein, Alter. Wie soll das denn gehen? Ich habe so zittrige Hände, das ist unnormal. Ja, sitzt bombenfest. Hey! Erstmal gelötet und lebt. Jetzt dasselbe nochmal machen, ohne den Nachbarn zu schmelzen. Gesagt, getan, die Boxen sitzen und... Ist halt noch... Er hat so ein Handy, was einfach hier ein Display ist, hier eine Box und da eine Platine. Nice. Aber wie wird das jetzt zu einem schönen, kompakten Handy? Hallo? Zu einem Ziegelstein. Es wird locker ein Ziegelstein. Das funktioniert! Aber wir haben Besuch bekommen. Die Kelly ist da. Hi. Zack. Oha. So. Krass, Alter. The fuck? Und ich brauche eigentlich ein neues Handy. Guck mal, mein Display ist kaputt. Oh nein. Vielleicht kannst du den ja austauschen. Jetzt kommen wir zum wirklich, wirklich kritischen Teil. Okay. Denn wir müssen den An- und Ausknopf von der Platine entfernen. Denn wenn der An- und Ausknopf direkt auf der Platine bleibt, können wir das später, wenn wir das Ganze ins Gehäuse packen, nicht mehr bedienen. Ah, okay. Also er macht ein Kabel dazwischen, damit es wie eine Fernbedienung ist. Das Löt wegmachen, was die Firma da dran gemacht hat, damit ich den abmachen kann, dann da neue Kabel dran packen. Ja, geht am Arsch. Ist locker am Arsch dann. Wieder neu ans Board. Wie machst du das weg? Irgendwie erhitzen. Und hoffen, dass ich das Board nicht abfacke. Und sagen wir mal so, das Ganze ist eher wack gelaufen. Ich habe kurz ein Kabel verbrannt, es ist fast nichts geschmolzen und am Ende... Oh. Oh Gott, sind die Kontakte auch noch alle weg, ey. Wie soll das denn gehen? Oh, 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 oh. Jetzt zieh, zieh, zieh. Geht das? Nee, ich kann nur rütteln. Ich kann nicht ziehen. Oh, aber gleich. Was? Oh mein Gott. Wir haben es gerade verpasst. Oh mein Gott, there it is. Mal so ein Vergleich, wie groß der ist. Doch. Das ist mein Finger. So klein ist dieser Knopf. Halb Stunde hat es gedauert, um den abzukriegen, Alter. Ich glaube, die Kamera kann man gar nicht richtig checken, wie klein die Scheiße da drauf wirklich ist. Ja, und wir waren so froh, das Ganze hinbekommen zu haben, ohne die Platine, die wir ja nur einmal haben, zu schrotten. Dachten wir zumindest. Kaputt? Haben wir die Kontakte gerade gekillt? Das ist eine gute Frage. Weißt du, am Anfang lief es so voll smooth. Und wir dachten so, ey, voll einfach. Und jetzt so. Irgendwie werden die Probleme immer komischer. Der Bildschirm, wenn du jetzt oben drauf guckst, ging ja die ganze Zeit nicht an. Aber wenn wir jetzt das Ding dran stecken, Moment, und es drücken, leuchtet der. Also Leute, an dem Board ist definitiv nichts kaputt, alle Kontakte funktionieren, der Stromfluss funktioniert. Es ist einfach scheinbar random dieses Display kaputt gegangen. Problem an der Stelle ist, weil halt das aus China kommt, wie gesagt, können wir hier keine Ersatzteile dafür kaufen. Hä, wieso soll das Display denn kaputt gegangen sein? Er hat am Display auch gar nichts gemacht. Hä? Das ist doch unlogisch, das Display ist doch überhaupt nicht bis jetzt, hä? Als ob das Display kaputt ist. Also was das Ding jetzt hier angeht, ist das Projekt einfach tot. Aber wir haben noch eine zweite Option, die ist ja viel schwieriger. Deswegen haben wir uns nicht entschieden für am Anfang, zwar das Ganze auf dem Raspberry Pi zu basieren. Das Problem beim Raspberry Pi ist nämlich, dass Android eigentlich nicht so richtig kompatibel damit ist. Das heißt, man muss da ein bisschen softwaremäßig tricksen. Das heißt, es wird sehr viel schwieriger. Und das andere Problem ist, dass wir alle Teile neu kaufen müssen. Das
wird richtig teuer. Also ich habe jetzt schon knapp 300 Euro ausgegeben, nur für die Parts, die wir jetzt nicht mehr brauchen können. Und jetzt müssen wir nochmal für ein paar hundert Euro. Und er hat Spaghetti mit Tomatensauce gegessen. Das war auch gerade nicht mehr günstig, weil in Deutschland die Nudeln knapp werden wegen Covid. Da hat er nämlich auch auf dem Schwarzmarkt eine ziemlich teure Packung Spaghetti sich gekauft. Also ich sag mal so, die Kosten für das Video werden utopisch. Neue Parts kaufen, deswegen könnt einfach mal die Midroll kurz. Und wir fahren jetzt los und kaufen diese neuen Teile. Ich will jetzt dieses Handy bauen, Mann. Also neue Bauteile holen gefahren, das hat nochmal 200 Euro gekostet. Uff an der Stelle. Dann haben wir festgestellt, dass der neue Bildschirm einfach viel zu groß ist. Oh mein Gott, das ist einfach ein Mini-Tablet. Groß ist, aber irgendwie muss es ja weitergehen. So, auf dieser MicroSD-Karte ist es das System drauf. Ja, in der Theorie sollte das jetzt angehen und irgendwas passieren. Lampe leuchtet, es blinkt. Ja. Es ist, oh Gott, wutet irgendwas? Es läuft. Was mich interessieren würde ist, kriege ich da den App Store drauf? Kann ich meine eigene App später auf meinem eigenen Handy-Tablet-Ding spielen? Das wäre cool. Das wäre cool, oder? Dann lass uns, würde ich sagen, mal alles andere, was wir haben, anschließen. Zunächst haben wir hier die kleine Kamera. Okay, die Kamera ist drin. Wir haben hier so einen kleinen Lüfter. Wir haben hier mal nach so einer Belegung gesucht, damit wir wissen, wo was da dran soll. Keine Ahnung, ob es richtig. Oh mein Gott, das ist ja, das wird ja ein wirklicher Ziegelstein in der Hand. Hallo? Hallo, ich rufe gerade vom Raspberry Pi an. Ja, genau, ich bin's, der Verrückte. Tschüss. Tickes, gucken wir mal. Mach mal wieder an, oder? Der läuft. Es funktioniert hoffentlich noch die Kamera. Die Kamera läuft flüssig. Alter, geil. Und wenn dann der App Store installiert, haben wir schon mal angefangen, das Gehäuse zu bauen. Natürlich professionell aus Pappe. Ja, das Gehäuse, ist ein Pappgehäuse? Okay, das ist eigentlich eine geile Idee. Nice. Oh, okay. Oh mein Gott, er hat sein eigenes Spiel auf seinem Tablet? Fablet? Seine eigene App. Für Leute, die aber das Video gesehen haben, die wissen, da gibt es das Soundtrack. Und der Passi hat, während ich hier den ganzen Kram gemacht habe, noch was gebastelt. Und zwar einen eigenen 3,5 mm Klinkenstecker gebaut mit einer Box dran. Also Ton ist da, Leute. Der ist nur sehr, sehr leise. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt auf der Kamera hört. Ich halte es mal dran. Oh, man hört den Ton. Oh, der ist sogar richtig nice. Aber ich kann theoretisch spielen. Meine eigene App auf meinem eigenen Handy. Wie geil ist das denn? Aber jetzt kommt die Sache. Ihr sagt so, hey, das ist ja voll lächerlich, wie fett das Handy ist. Aber kann euer Handy HDMI? Nee, ich denke nicht. Kann euer Handy viermal USB? Ich denke nicht. Braucht euer Handy das? Ich denke nicht. Das ist jetzt das Handy, so wie es ist. Warte mal, ist es wirklich ein Handy? Kann man damit telefonieren? Weil ein Handy im Vergleich zu einem Tablet würde ja bedeuten, du kannst damit telefonieren. Das so, geht das sogar. Ist das ganze Ding. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das hier reinbekommen. Das ist einfach ein Pappkarton mit einem Display. Leute, es ist soweit. Es wiegt schon ein bisschen was, was man kurz hier rüber geht. Das liegt doch keine Tolle. Also das ist unser eigenes eingebautes Handy, Tablet. Das ist mein Handy. Kaum Dicke und größer Unterschied. Ja, aber Hammer Handy. Guck mal mit diesem Kabel, was da raushängt. Das sieht so geil aus. Aber die wichtige Frage ist doch, Freunde, am Ende des Tages zählt es doch nur, ob es funktioniert. Und das werden wir jetzt feststellen. Oh, es geht an. Hier sind keine Kabel. Wir haben das alles per Akku gerade. Übrigens, die Kamera haben wir jetzt hier vorne reingebaut. Und in dem Moment kam gerade Simon zufällig zur Tür rein. Bin gespannt, Leon, was der zu dem neuen Handy sagt. Ja. Also, ja. Und Kneif, Kuss. Ich an der Stelle, also, ich sehe das auch so. Ja. Was hat die hier? Das Krasse ist, es hat Boxen. Geil. Es hat ein Mikrofon. Wie geil. Und es hat eine Innenkamera. Alter, das ist ja der übelste Shit. Nimm das mal in die Hand. Alter. Digga. Wozu brauche ich den Scheiß? Er hat einfach sein Handy weggeschmissen. Wozu brauche ich den Scheiß? Wir machen jetzt das erste Selfie mit diesem Handy. Ey, da bin ich jetzt mal so gespannt, was von der Innenkamera. Hört, die geht ja voll klar. Yeah!
Das hat geklappt. Okay, ich gebe zu, ersetzen wir das Ding jetzt mein normales Handy nicht, aber ich habe so einen krassen Respekt davor bekommen, was hier für eine krasse Technik drin ist. Ja, aber er hat nicht telefoniert. Es ist gar kein Handy, es ist einfach nur ein kleiner, Computer, beziehungsweise ein klobiges Tablet. Ich glaube, es ist Betrug. Marius, kann man mit diesem Ding telefonieren? Oder ist das Betrug? Marius, hast du uns betrogen? Schreib mal in den Chat, wenn du da bist. Über Internet kann man damit... ja, über Internet kann ich auch mit meinem PC telefonieren. Mit Discord. Ja, über Internet kann man damit telefonieren. Ja, Digga, was ist denn ein Handy? Was ist denn ein Handy für dich, Marius? Dann ist ja ein, iPod Touch ist ja ein Handy dann. Dann brauchen wir ja gar kein Handys mehr, Leute. Überführt. Check Marius aus für mehr geile Experimente und selbstgebaute Pappkartons. Küsse gehen raus.